Nur, dass wir halt noch den Schritt weitergegangen sind und gesagt haben, es gibt eine Kollisionskomponente, die über die Entity-Komponenten die Kollision regelt. Das ist ja die Frage, ob wir das machen wollen oder nicht. Wobei ich jetzt so im Nachhinein deinen Ansatz besser finde, dass man einfach mehrere Simulationskomponenten hat, die da eingreifen. Ach ja. Und die Forces sind halt auch nochmal so ein Thema. Die sind fast noch am einfachsten zu komponentisieren. Und dann landen wir wieder bei einem System, das genauso war, wie wir es jetzt hatten mit der Movement-Komponente, die letztendlich diesen Move-Vektor in Phase zu Phase halt weitergibt an die unterschiedlichen Physik-Aspekte. Okay. Hat denn dem Chat. Der Chat redet ja gar nicht mehr mit uns, glaube ich, habe ich das Gefühl. Lassi sagt, wir brauchen nur vier Kräfte. Gravity, Weather, Controllable, Jump. Ja, Controllable und Jump wird wahrscheinlich dasselbe sein. Aber möglicherweise kommt später noch irgendwelche, was weiß ich. Keine Ahnung. Ich habe ja auch keine Ahnung von Physik, musst du wissen. Deshalb ist für mich auch ganz wichtig, dass der Lassi da ist. Ja, der Chat hat schon aufgegeben. Wir sind geflasht, sagt der Soli. Wovon denn? Wovon denn? Letztendlich passiert ja gar nicht so viel im Moment. Gut. Ja, dann wollen wir mal loslegen irgendwie, hä? Und wie? Jetzt tippst du im Chat. Okay, also ich wollte eigentlich erstmal nur wissen, wie feingranular wir diese Systeme machen sollen. Ich bin zwar jetzt keinen effektiven Schritt weiter. Ach so, Lassi meint das gar nicht so. Ja, die Gravitationskraft, die elektromagnetische Kraft, dann die natürlich Atombindungskraft. Ja, ist klar. Jetzt lässt der Lassi wieder den Physiker raushängen. Ach toll. Die vier Kräfte der Welt. Ach, es gibt ja zwei Kernbindungskräfte, gell? Die starke und die schwache. Ich habe alles irgendwann mal gelernt, aber es hat mich ja nicht so wirklich gut. Und wie ist eine gute Frage. Wollen wir bei der Einteilung der Systeme uns an dem. Aber du hast ja auch im Prinzip Gravity. Wie, was machst du denn hier? Du machst ja beim Jump ja im Prinzip genau dasselbe. Du addierst ja auch nur. Ach ne, du addierst hier Power. Das ist immovable. Movable Komponente. Das war der Bug, wo mir Lassie helfen musste, weil ich wusste nicht, dass es einen Unterschied zwischen Power und Force gibt. Deswegen funktioniert Springen nicht. Man konnte springen, dann war man irgendwie Kilometer in der Luft. Ja, den Fehler habe ich am Anfang auch gemacht. Und ich würde ihn wieder tun. Einfach weil ich immer noch nicht so ganz begriffen habe, was da der Unterschied ist. Ja. Ja, ich bin ein bisschen unbeholfen jetzt gerade, wie wir da jetzt den Mittelweg finden. Ich traue mich nicht an diese, an deine Komponentensortiererei ran. Muss ich noch immer. Lieber Chat, mach doch mal hier jetzt mal ein Statement. Oder? Sollen wir das mal so machen? Weil letztendlich. Sag mal was. Also Chat, ich hätte mal eine Frage. Wollen wir Simulationskomponenten, die einfach über jede Entität Bescheid kriegen und die Chance haben, die Komponenten zu registrieren? Oder wollen wir Simulationskomponenten, die über diese generischen, oder drei verschiedene Sachen. Option 2, wollen wir Simulationskomponenten, die per generischen Parameter, so wie es grünes Schaf gemacht hat, die Entitäten rausfiltern kann, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob ich das so cool finde. Und Option 3 wäre die ganze Filterei per Attribut zum Beispiel, sodass man dann ein bisschen flexibler. Nee, eigentlich nicht. Same shit eigentlich. Okay, also freies System, wo die Simulationskomponente selber entscheiden kann, welche Entitäten sie haben will. Oder dass die Simulationskomponente von sich aus schon sagt, welche Komponenten sie haben will. Auf die Gefallen, dass wir da ein bisschen weniger flexibel sind. Ich kann es nur noch oft genug sagen. Und dann müssen wir halt noch gucken, ob wir das generisch gefiltert haben wollen oder ob wir Attribute gefiltert haben wollen. Also die zwei Optionen gibt's.
Also zweieinhalb sozusagen. Da muss ich Gib nochmal mal. hilfreich sein. Wer ist hilfreich? Da muss ich nochmal extrem hilfreich sein. Und zwar könntest du auch direkt von Base System erben. Da könntest du die Indexe, die du möchtest, ja, komplett manuell bearbeiten. Base System. Ach so, dann habe ich die hier. Aber die ist leider nicht überschreibbar. Nennest du mal Matches, was du arbeiten könntest. Also dann könntest du ja sagen, was du halt haben möchtest, was du kommen und sowas. Oder du könntest das Ding natürlich auch virtuell machen. Dann kannst du es auch komplett überschreiben, ist ja auch egal. Und dann brauchst du das Base-System eigentlich nicht mehr. Ja. Also die Listen hier machen mir eh noch Angst. Auf jeden Fall was mit Attributen, sagt Lassie. Na, Attribute brauchen wir so oder so, um die Priorisierung festzulegen. Also da gibt es auch noch zwei Grundsatzfragen, welche wir da nehmen, aber das wird auf jeden Fall ein Attribut. Also lieber Lassie, wenn es dir darum geht, ein Attribut zu implementieren, das kommt auf jeden Fall. Hier eher die Frage, ob wir die Entitäten vorfiltern wollen. Irgendwie schlafen wir gerade alle ein. Was ist denn hier los? Ich glaube, ich muss hier meine Straw-Polis selber machen. Machen wir das doch mal. Ne? Attribute sind Reflection und das kostet Performance. Ja, aber wir machen das genau einmal, wenn wir die Komponente laden. Also Performance ist kein Argument. Performance ist übrigens selten ein Argument. Nur um das mal kurz nochmal zu sagen. Performance-Optimierungen bringen eine Teufelsküche. Vor allem, wenn man sie an Stellen anwendet, wo man sie eigentlich überhaupt nicht braucht. Denkt ein bisschen akademisch. Denkt theoretisch. Braucht ja keine Performance-Optimierung. Ah. So. Das mit Attributen würde mich auch interessieren. Wir brauchen das Drop-Hole oder sowas. Sind überhaupt noch Leute anwesend? Weil ich habe immer noch keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Genau, Lassi sagt hier gerade, Mikrocontroller, C-Programmierer oder Assembly-Programmierer können gerne drüber nachdenken, wie sie ihren Code noch ein bisschen optimieren. Aber C-Sharp ist jetzt nicht die Sprache, die man wählt, wenn man den Hauptfokus auf Performance hat. Auch das muss hier mal gesagt sein. C-Sharp ist sehr komfortabel, aber nicht die schnellste Sprache. Und diese Komfortabilität ist das, was man dann nachher als Wirtschaftlichkeit auch betrachtet übrigens. Also schnelle Codeproduktion als Trade-off zu Performance. Das hat C-Sharp und nicht, weil es besonders schnell ist. So, ja, ich mache jetzt gleich meine eigene Strawpoll, sonst geht das hier nicht. Lassie wirft jetzt hier einfach mal so ein Statement in den Raum wie: .NET ist beim Erstellen von Klassen schneller als C++. Das erinnert mich an das Statement: JavaScript ist genauso schnell wie kompilierter Code. Schon oft gehört. Genauso schnell. Also Instanzen gehen in C-Sharp wirklich schneller. Nur das Problem ist, der Garbage Collector, der ist ja nicht mit berechnet, wenn es am Ende wegkommt. Echt? Schneller als C++? Ja klar, weil du Warum? kannst das mit dem Garbage Collector, wird das alles gebatcht, mehr oder weniger. Also wenn du halt new machst, dann wird nicht unbedingt direkt malloc aufrufen. Ach so. Ah, natürlich. Der cache das vor. Schön. Dieser Garbage Collector, der ist ziemlich cool, ne? Aber auch ziemlich teuer und eigentlich dein Feind beim Spielen. Bei Spielen ist er dann Feind, definitiv. Weil er ja auch sich nicht bändigen lässt, der Kollege. Das wusste ich nicht. Siehst du mal, wieder was gelernt. Ich meine, ich wusste, dass das vorallokiert wird, aber klar, macht schon Sinn. So, okay, also wir kommen hier auf keinen grünen Zweig. Ich werde nicht schlau von euch. So kommen wir nicht weiter. Wolltest du nicht ins Dropbox machen? Ach, ich wollte diese Strohpalme machen. Ja, ich hatte gehofft, dass das dann doch sich noch irgendjemand findet, der das macht. Aber ist nicht passiert. Ich werde das mal kurz hier rüberziehen. Weil man nie so genau weiß. Create Poll. Option A. Was war Option A? Ich habe es ja schon wieder vergessen, so lange ist das her. Also, Option A war. Alle Simulation. Ich könnte euch auch zuschauen lassen, ne? Ich mag nur diese ganzen Banner hier überall.
Und können. Kriegen die das angezeigt, wenn ich jetzt hier so lange Texte mache? Entities interessant sind. Option B. Entities werden von der Engine vorgefiltert. Ach, du cachst sie übrigens auch, ne? Also du führst dir dann eine Update-Methode pro Entity auf. Also es ist ja nicht so, dass du der Komponente... hat sie erledigt. Nee, ist okay. Ich dachte jetzt gerade eben, dass du die Entities gar nicht lokal speicherst in der Komponente, aber das tust du. Man bekommt nur die Entitäten, die... Jetzt wird vorgefiltert. So, passt. Das hatten wir per Generic. Und dasselbe haben wir dann nochmal. Gut, dass man das hier alles kopieren kann. Ich würde das gerne markieren. Per Attribut. Okay, Vor- und Nachteile. Hier kriegen wir unglaublich viele Calls für jeden Scheiß. Unter Umständen Vielzahl von Entitäten, die wir nicht brauchen. Dafür können wir unter Umständen flexiblere Requests und Queries machen. Also mein Lieblingsbeispiel ist Angreifer und Angegriffener, sodass ich dann in einem System oder in einer Simulationskomponente zwei verschiedene Entitäten, die miteinander interagieren sollen, verwalten kann. Und die andere Variante ist natürlich fokussiert auf eine bestimmte Komponente, wo die Engine halt schon vorfiltert und du in der Simulationskomponente nur noch die Entitäten kriegst, die du vorgefiltert hast. Gut. Sorry, aber ganz kurz nochmal zu dem Kampfansatz. Theoretisch könntest du eine Komponente haben, die mehr oder weniger eine Entity-Referenz drin hat, was im Endeffekt das Ziel wäre, was du halt angreifst, und das könnte natürlich dieser Kampf, das Kampfsystem auch verarbeiten dann. Also du hast einfach eine Komponente, irgendwie Target-Komponente oder irgendwas Dummes, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte. Ach so, wo halt dein Target drin ist quasi. Und das würdest du natürlich auch dann im Kampfsystem halt dann drin haben und nutzen können. Genau. Aber das muss ja irgendwie da reinfüllen. Das ist richtig. Deswegen, also bei Anti, bei Ant-Me habe ich das auch so gemacht. Also es gibt dann so ein Attackable, also eine List of Attackable Objects und eine, im Gegenzug dann halt bei der Attackable gibt es dann halt die Gegenliste. Ja, also das mache ich da auch so. Ja. Aber beides hilft dir das denn dann, wenn du wofür hast du gerade dich ausgesprochen? Also, nur damit ich weiß. Eigentlich für Generic. Wobei ich, also ich meine wirklich, also Generic und Attribut ist ja im Endeffekt das gleiche quasi. Mit minimalen Unterschieden eigentlich. Naja, Attribut würde dann aber trotzdem filtern. Also im Prinzip nach deinem Konzept, nur dass man halt Attribute, dann machst du halt mehrere und dann kriegst du halt die Attackable und die Attacker. Weil du halt mit den Attributen einfach, du hast halt mehr Attribute, mit denen du, obwohl die halt und oder. Na, da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Aber so, ich, Titel is required. Ja, leck mich doch. Welchen Entity-Filter für Simulation Components? So. Habe ich mal eine Straw-Poll generiert. Bitteschön. Wir freuen uns auf Ihre Meinungen, liebe Zuschauer daheim. Die sind doch alle schon eingeschlafen. Oh. Der Maximilian sagt Dankeschön. Wofür denn? Strawpoll-Hibi? Keine Ahnung, wofür er Dankeschön sagt, aber ich beobachte mal auf dem... Ich will das ja nicht live beobachten. Und außerdem muss ich ja voten auch für irgendwas. Wie votet man denn da jetzt in der Zwischenzeit? Das geht ja gar nicht so einfach. Ah, vote. Vote. Okay, so, die Wahlbeteiligung ist doch höher, als ich dachte. Was war der Unterschied nochmal zwischen Attribut und Generic? Der Unterschied ist folgender. Machen wir das doch mal wieder in einem Beispiel.
Der Player. Oh Gott, wo war der Player denn jetzt? Er kann ja so ein System nehmen. Da. Also. Das ist der Generic-Ansatz, um Attribute zu filtern, nämlich diese Colliding Movement System bzw. Simulation Component, wie sie ja im Moment noch bei uns heißen, sagt über diese generischen Parameter des Basissystems, welche Komponenten interessant sind. Das heißt, die drei sind required, damit das entsprechende Element hier reinkommt. Und das Gegenargument sind Attribute. Da haben wir jetzt aber im Moment noch kein Beispiel für, liegt aber dann letztendlich in der Natur etwa so da drinnen, wo ich dann sage, welche Entitäten mit welchen Properties uns interessieren. Nicht Properties, mit welchen Komponenten uns interessieren. So. Ja, dann guck doch mal das Ergebnis an. Die Entities werden per Generic, also im Prinzip das, was Grüne Schaf jetzt gemacht hat, vorgefiltert und wir können dann unsere Entitäten da drinnen verwalten. Okay, gut. Dann machen wir das genau so. Klauen wir uns da mal ein bisschen Code und gucken, wie die Basisklasse dafür ausschaut. Also, aber ihr seid mir bitte nicht böse, wenn ich das erstmal nicht ganz so optimiert hier mache. Und, jetzt haben wir... Ja, ich sehe den Stream auch bald zu Ende und wir kommen hier nicht vorwärts. Ja, ich bin auch ein bisschen frustriert. Wir haben jetzt natürlich noch das kleine Problem und das hat Grüne Schaf auch gehabt. Nämlich die beliebige Kombination von Required-Komponenten, von Optional-Komponenten und von Not-Required. Oder nee, war ja sogar ausexkludiert, ne? Wo du gesagt hast, das sind Komponenten, die wir auf keinen Fall brauchen. Hast du ein Argument, warum wir sowas brauchen? Beste Beispiel wahrscheinlich Collision-Komponenten. Wenn du zum Beispiel eine Entity oder Item Collision anders behalten, handeln möchtest, dann kannst du quasi eine Entity filtern, dass die halt das hat, aber nicht das. Und dann machst du ein zweites System, wo du es halt umgekehrt machst. Können wir das also anders lösen? Weil dadurch ist die Variationsmöglichkeiten halt zwischen Required und, also zwischen den drei verschiedenen so krass. Können wir also nicht die Match-Methode noch als letzte Instanz noch haben? Also dass wir quasi dann schon einen Mixed-Mode haben zwischen dem Generic und dem anderen, dass wir quasi die Komponenten angeben. Und dann im Nachhinein nochmal über den Match-Modus, also über den Match dann rausfiltern. Du könntest ja, wenn du das Ding von so einem R- oder O-Ding erbst, so ein Base-System, könntest du ja das in die Negative-Index-Access einfach direkt setzen, im Konstruktor halt, von deinem eigentlichen System. Das heißt also, die ganzen N-Geschichten könntest du damit sparen, wenn du halt das Ding selber setzt. Wenn du mal runterscrollst zu irgendeinem Ding, was N drin hat, siehst du ja, was du unbedingt machen müsstest. Das ist wirklich einfach nur, es erbt sogar aktuell von diesen R- oder O-Dingern und setzt einfach nur diese Indexe. Wie gehst du eigentlich mit den Optionalen um in der Update-Methode? Die sind einfach null dann? Ja. Ja, okay, damit können wir leben, oder? Weil dann sparen wir uns die ganzen N-Implementierungen. Oder hast du überhaupt welche? Ich glaube, Implementierung habe ich keine, aber ich habe es irgendwann einfach mal reingeworfen. Du hast ein Base-System mit N. Ach so, ja, das ja, aber ich habe es noch nicht benutzt. So. Da siehst du ja, dass du erbst noch nicht benutzt. Okay. Aber im Endeffekt, wenn du mal Konstruktor von dem Ding schaust, müsstest du sehen, dass es einfach nur halt die Negative Indexes setzt. Eigentlich könnte das Ding sogar von Base-System R2 erben und müsste dann wirklich nur diese Konstruktoränderung machen. Macht viel mehr Sinn, oder? Weil letztendlich brauchst du es ja nicht als Parameter in der Update. Damit ist es, genau. Ja, lass uns das doch so machen. Das heißt, die N's sparen wir uns. Die lassen wir raus. Optional, warum? Ja, ich glaube, es braucht die sogar irgendwo. Oder zumindest habe ich es gebraucht und danach habe ich es auch required gemacht, ich weiß nicht. Ich versuche es zu optimieren, was geht, weil diese Kombination aus 1000 verschiedenen Generik finde ich halt. Ja, ich meine, auf anderen Seite, ich meine, du brauchst halt dieses ganze Argument, hast du dann eine Update-Sache, wenn du halt das Generik machst. Ansonsten müsstest du irgendwie irgendwo casten, theoretisch. Oder zumindest irgendwie. Nein, wieso denn casten? Also, wenn du sowas wie ein Base-System hättest, dann müsstest du es machen. Außer du hast natürlich direkt die Listen selber im System selber drin. Da natürlich nicht. Ja, so hätte ich es ja. Also mein Ansatz, ich hatte das ja mal irgendwo implementiert. Also lass uns mal ganz kurz anschauen, wie ich das bisher gemacht habe. Da habe ich dann, weil wir hatten das doch exemplarisch mal gemacht, glaube ich. Simulation-Komponent. Ah, nee, bisher nicht. Aber wir können mal ganz kurz reinschauen. Also wir nehmen einfach mal die Collision. Nee, Forces. Forces, da ist ja grundsätzlich, was wir haben. Obwohl Forces wieder so kompliziert ist. Nehmen wir mal Gravity? Gravity haben wir ja nicht.
wir haben ja in unserem System ja nur den Force Resolver, der alle Force-Implementierungen abholt. Also letztendlich würde ich beim Add die Entity abfragen, ob sie eine Komponente contain, nee, doch, contains. Nee. Of Type, Entschuldigung. Of Type Force. Nein, nicht Force. Wie ist denn die Basis für Force Component doch? Also das würde dann so aussehen. Erstmal gucken, ob da überhaupt irgendeine Force drin ist. Also du würdest dann halt, und das ist jetzt dieser bisschen flexiblere Ansatz, dass du erstmal guckst, ob das drin ist, was du brauchst. Also du brauchst mindestens eine Force und brauchst Contains und brauchst eine Movement. Movement Component. Movable. Nee, Move. Oh Gott. Movable. Movable. Die hier ist es. So. Das heißt, das ist die eigentliche Prüfung, ob dich diese Entität überhaupt interessiert. Kurz dazu, das kannst du auch genauso im Endeffekt jetzt auch mit dem System einfach machen. Da musst du halt nicht mit Generic arbeiten, eigentlich. Nur, Ja. dass du halt noch nicht mal Components of Type machen musst, sondern du kannst einfach direkt auf den Index gehen, weil du den Index ja weißt, weil der ja in der Component Registry drin steht. Nee, der Haken an dieser Off-Type, also an dieser Auflistung hier, ist ja, dass ich die Implementierungen von Force noch nicht kenne. Und das ist ja der Zauber an der Sache. Hier will ich nur die, Ah, okay. also hier kriege ich alle Komponenten, die Force implementieren, beziehungsweise spezialisieren. Und das ist ja der Zauber hier. Und hier kann ich jetzt quasi alle Forces zusammensammeln und kann sagen, okay, diese Entität verfügt sowohl über Movable als auch über externe Forces. Und damit ist sie interessant für unseren Force Resolver. Freunde, nur, dass ihr in der Strawpoll gerade wisst, was ihr da verpasst. Wie cool das hier alles ist. Hat sich nichts geändert. Tja. Und dann hätte ich plötzlich eine Entity und die würde ich hier lokal speichern in der Tat. Also es wäre dann hier sowas wie eine List of Entity. Entities. So, und da würde ich die jetzt einfach wegspeichern. Entities.add. So, also ganz, ganz primitiv. Das mag jetzt nicht die schnellste Variante sein, aber zur Erinnerung, es braucht keine Performance. Es ist hier nur, wenn ich eine Entität in die Simulation hinzubringe. Das passiert nicht 100 Mal in einem Frame. Was ist denn da hinten los? Takes null Im Parameter. Was? Gegenzug Ja. Was will es denn? dazu könntest du dir auch immer mein Gravity-System angucken. Ich meine, das ist, was du machen musstest im simpelsten Fall im Endeffekt. Genau, das gucken wir uns dann auch mal Also. an. Gravity System ist hier. Ja. Aber das ist, wie gesagt, spezialisiert auf die Komponente Gravity. Ja, aber das würde halt für jedes einzelne Forcing gemacht werden müssen. Aber es ist jetzt, keine Ahnung, was sind jetzt 5, 6 Zeilen? Also für sowas. Ja, aber du musst später über vier weitere Simulationskomponenten iterieren. Pro Frame. Und da haben wir wieder die Performance-Frage. Okay, fairerweise müssen wir natürlich auch in meinem System über fünf Komponenten der Entity. Ja, okay, ich war jetzt gerade schlechter Vergleich. Ja. Ja, stimmt.